Also, herzlich willkommen, benvenuto nella cerca del tartufo. Non lo so se il nome è giusto, ich weiß nicht, ob der Name richtig ist. Jetzt, Irina und ich würden gerne mit euch also eine kleine Vorstellung machen. Was ist überhaupt der Trüffel und was passiert überhaupt? On aimerait bien faire une présentation du deux trois mots pour qu'il y a le tartufo qui existe. Vogliamo fare una piccola presentazione perché il tartufo esiste, perché è nato, perché cresce, tutto il casino, tutte belle cose dell'olio del tartufo. Vabbè. Also. Come in Giuirino? Tanti anni fa, milioni anni fa, era qui il Binnenmeer. Io faccio in tedesco magari. Also milioni di anni vorher war das Binnenmeer. Und das Binnenmeer hat eigentlich den Sandboden hinterlassen, wo auf der einen Seite die Reben gerne wachsen und ihre Wurzeln auf 1,20 m, 1,50 m tief runter wachsen und dort eigentlich immer aus einer Feuchtigkeit können Wasser rausholen. Lass mich sagen, allora, qualche milioni anni fa c'era tutta la parte mediterranea era coperta con un mare che andava fino alle Alpi e poi ha lasciato quasi un fondo super mineralico, calce, magnesio, ferro, zolfo, tutto va bene per i beriviti perché diciamo, c'è il tuffo sotto e c'è 1,20 m di sabbia sopra dove i viti sono dentro e poi approfittano quasi dell'acqua che cade durante l'inverno che fa quasi del deposito di acqua. Und dann gibt es vier Sorten von Bäumen, die hier wachsen. Vor allem hier im Monferrato. Im Monferrato hat es eigentlich nicht nur die Monokultur wie der Lange, wo du soweit dein Auge reicht, Trauben siehst, sondern es ist da, hat sehr viel, also wie ihr das seht, es hat viele Flächen, wo es so Waldstücke hat. Und die Waldstücke, das ist der Hauptbaum, ist eigentlich Eiche oder Pappeln, Wiede oder Linde. Das sind die vier Bäume, die in Symbiose Trüffel geben. Und die vier Bäume, die haben ihr Wurzelwerk unter dem Boden natürlich. Und durch das, dass der Boden so mineralisch ist, müssen sie im Prinzip ihren Haushalt ausgleichen, dass sie nicht zu viel von diesen Mineralien bekommen und machen im Wurzelwerk den Trüffel. Also sie tun im Mai, fängt das an, wächst der Trüffel, das Myzel ist in den Wurzeln. Und gewisse Bäume haben das und gewisse Bäume haben das nicht. Allora, il fatto... Adesso, tu mi correggi, e poi mi dai la mazza dopo, Marco. Mi dai la mazza. No, il fatto perché cresce il tartufo è quasi... Tutti questi minerali sono molto intensivi e poi la pianta, qualche pianta, il vimine, il rovere, pioppo, tiglio, fanno quasi il sintesi con il micelio, il tartufo. Il tartufo comincia a crescere maggio-giugno, ma lì non fa niente perché non puzza, non fa odore. E quando c'è il cambiamento della luna, poi quando si raffredda fuori e anche se il tartufo comincia a disfarsi perché l'odore quasi con l'ossigeno è una degenerazione del tartufo e lui comincia a bruciare i minerali, il magnesio, il ferro, tutto dentro e il cane, quanto tempo ci vuole fino a che il cane può sentire? Per un mezzo metro? Dipende, perché il tartufo quando decide di maturare, bravo, l'odore va su. Poi ci vuole un certo tempo fino che arrivo nella superficie. Sono quelli che sono già alla superficie? Non, ecco. Also der Trüffel ist eigentlich gehört zu der Familie Pilz. Und der Trüffel ist eigentlich wie eine Frucht. Also der fängt an reifen wie an den Bäumen, ein Äpfel, irgendwo im Mai, Juni. Und dann wird er reif, seine absolute Superreife hat er im November. Der Trüffel braucht eigentlich die kalte Nacht, also den Frost am allerbesten, damit er dann effektiv sich entwickeln kann. Und der Trüffel braucht Regen. Der Tartufo ha anche bisogno dell'acqua. Quest'anno, se guardiamo 15 anni indietro, c'è uno delle annate
ecco, annate più secche. Noi abbiamo fatto una vendemmia 45% di meno che la media degli ultimi 15 anni, la metà quasi. C'era la brina che è ammazzato, c'era la mancanza di acqua, c'era la grandine anche che è passato, e si vede tutte le piante sono tutte molto secche. Tutte secche. Ja, es ist also alles sehr trocken. Also wir haben einen Regentag gehabt, das ist mir nämlich in den Sinn gekommen, wo wir ein Event hatten, am 9.9. haben wir ein Grillseminar auf Breli und dort hat es genau dort hat's geregnet. Aber nicht aber richtig, sonst, gell? Es hat einfach so getröpfelt. Ja, aber sonst hat es 8 Monate jetzt nicht geregnet. Ja. Jetzt wie geht ein Trüffelsucher seine Trüffel suchen? Also, wir sind hier in einem abgesteckten Wald, weil ein Vorfahre von Marco hat hier die Bäume gepflanzt und hat gehofft, dass diese Bäume das mit Zell tragen, dass er dann mal für seine Nachkommen hier einen Wald hinterlassen kann, wo früher hatte so ein Wald wie viel, etwa 50 bis 80 Kilo Trüffel gegeben. Heute ist es weniger, viel weniger, da werden wir nachher noch auf die Sprache kommen. Wo der Trüffelsucher eigentlich mit seinem Hund kann hingehen kann. Und der Hund weiss eigentlich nicht, wo der Trüffel wächst. Der Trüffelsucher weiss, wo der Trüffel wächst. Und der Trüffelsucher geht eigentlich mit seinem Hund an den Baum und sagt, er soll jetzt hier den Trüffel suchen. Zeigt ihm, wo er muss suchen. Und der Trüffel, der kann heute am Morgen kann er suchen. Da sagt der Hund noch nichts. Morgen Abend geht er nochmal an den Baum, um den Baum herum, sagt er auch noch nichts, aber in einer Woche geht er an, weil der Trüffel wie eine Frucht reift und einen Reifeprozess durchmacht und wenn er dann parat ist, dann fängt er an, den Geschmack zu tragen. Allora, la famiglia di Marco, loro hanno fatto quel recinto lì, che sono proprio le piante di tartufo, e normalmente quel recinto poteva nel passato dare qualche chili, un chilo, quello e mezzo, ma adesso negli ultimi anni sempre meno, l'acidità, anche il cambiamento tempo, tutto, è recintato perché il cercatore di tartufo non ha diritto di entrare se qualcosa è recintato. Il pannello è una cosa perché i cercatori di tartufo loro vanno durante la notte, poi lo spieghiamo dopo, e poi che una cosa molto importante che Irina ha detto, che tu con il cane non puoi andare a cercare il tartufo. Tu devi sapere dove il tartufo cresce, devi proprio andare nel gruppo di piante, quel posto che conosci, il tuo papà, nonno, nonna ti ha detto, se no il cane dopo un'ora, due si stufa, è vuoto, perché è tanto lavoro di testa cercare di tartufo, dopo un po' è finito. Genau, also der Platz, wo die Trüffelbäume sind, die gibt eigentlich immer der Älteste von der Familie weiter an die Nachkommen, die wollen Trüffel suchen. Also man sagt so als Sprichwort, man sagt, man gibt die geheimen Plätze auf dem Totenbett eigentlich weiter an seine Nachkommen. Ecco, allora mercato di tartufo. C'è il tartufo cresce sulla linea Piemonte, Istria, Croazia, in parte della Cina, perché è quasi la stessa terra, c'è il vecchio mare, minerali, anche giù c'è Lombardia, non lo so, ma sicuro che è un parte, il Toscano, Toscana c'è, anche il Sud c'è, no? Sì, ma più quello nero. Ecco, bravo. Noi parliamo del tuber magnatum picco, allora... Il business scale vuol dire che se il cercatore tartufo tu lo trovi, poi devi dare la super provisione a lui, lo so, ma questo è un altro discorso. No, il cercatore tartufo prende per dire 2 euro al grammo per un bel tartufo, vuol dire 100 grammi 200 euro. Allora il grossista Franco Valerano, per esempio, lui lo compro, lui raccoglie da 30-40 tartufai e lui mette un 20-30% sopra, vende a Milano ai ristoratori e loro fanno 3,50, fanno 4,50,
tartufo qua in Svizzera, alla Bahnhofstrasse. Primo da Natale, la mazza, 12.000 al chilo. Franchi Svizzera al chilo. Sì. Also allora, das, tutto. Also das heißt eigentlich, der Christoph hat gesagt, überall dort, wo das Binnenmeer existiert hat, das heisst eigentlich da Norditalien, dann aber auch Kroatien, Istrien, Slowakei, also der ganze Gürtel, ist eigentlich aus der gleichen Erde, besser gesagt der Tuffstein. Und dort wachsen Trüffel in Symbiose mit diesen Bäumen. Und aus allen diesen Regionen kommt der Trüffel. Und man sagt, der Piemont-Trüffel ist eigentlich der beste, der am intensivsten schmeckt. Perché, Irina? Der hat natürlich auch seinen Preis. Perché? Perché ci sono una miscela dei minerali in Piemonte diverso che in Istria, che in Cina, che in Toscana. Noi abbiamo fatto una comparazione, Albergo Montana a Lucerna, abbiamo fatto la degustazione su un nido di tagliolino in Croazia, abbiamo comprato il tartufo della Croazia, Piemonte e Toscano. È 100% il piemontese, più forte, più potente. Die Zusammensetzung von diesen Mineralien ist in Piemont am intensivsten. Und wir haben effektiv mal an einem Weinuntein im Hotel Montana haben wir ganz diverse Trüffel bestellt, eigentlich von den verschiedenen Gegenden. Und haben dann die verglichen. Wir haben sogar weiße Trüffel, also Tuber Magnatum Pico aus China, einfliegen lassen und haben den Deko gemacht. Und es ist effektiv so, dass der Trüffel vom Piemont das intensivste Aroma mit sich bringt. Zum Markt vom Trüffel. Also der Trüffel wird hier gefunden. Der Trüffelsucher sind oft Bauern, die hier die Region natürlich auch kennen, die die Bäume kennen. Die gehen suchen, in der Nacht gehen sie suchen, weil für den Trüffel braucht man eigentlich, löst man in der Gemeinde einen Jagdschi, also wie ein Fischerpatent. Es gibt auch einen Tag, wo offiziell die Trüffelsuche wie die Jagd losgeht. Und dann geht man im Prinzip in den Wald, in der Nacht. In der Nacht, weil man will niemandem zeigen, wo die Trüffel sind. Bewaffnet mit einem Häckchen, mit einer dicken Wolldecke, wo kein Taschenlampenlicht durchlässt. Und dann geht man dort im Prinzip graben, wo dann der Hund angibt. Und am Morgen, so auf die 6., 7., 8., findet abwechslungsweise Trüffelmärz statt in grösseren Städten. Und dort geht man dann den Trüffel verkaufen und den Trüffel suchen. Es kommt eben ein bisschen darauf an, es kommt wirklich darauf an, was es für ein Jahr ist, wo sich der Preis befindet. Der Trüffelsucher kommt je nach Stückchen, das er findet. Er kann so kleine Kieselsteingrosse Trüffel finden, er kann grössere finden, er kann ganz grosse finden. Und dann kommt es auch noch darauf an, auf den Zustand des Trüffels. Wenn der Trüffel eine Kralle oben auf dem Trüffel hat, weil der Trüffelhund daran gekratzt hat, ist der Trüffel gerade ein Drittel weniger wert. Dann, was kostet etwa so ganz kleine Stückchen, kann er vielleicht etwa 2 Euro verlangen. Die grösseren Stückchen, die 30 Gramm, kann er vielleicht 2,50 verlangen. Ich sage jetzt mal, so zwischen 2 und 3 Euro kann er verlangen für seine Trüffel. Ist aber auch schon 1,20 gewesen. Genau, wenn du viel findest, oder? Wenn es viel geregnet hat, eben, es kommt wirklich aufs Jahr drauf an. Und der Preis, der ist ein bisschen wie an der Börse, der wird festgelegt. Zöllner rufen den auch einmal anrufen. Für alle Touristen, die hier auf Italien oder Schweiz hin und her fahren, dann muss man Mehrwertsteuer zahlen drauf. Und jetzt zum Schluss, bis jetzt der Trüffel bei uns zu Luzern im Globus oder an der Bahnhofstrasse verkauft wird, ist dann der Trüffel zwischen, ich sage jetzt mal, 8 Franken und 12 Franken das Gramm. Und jeder, der natürlich verkauft und kauft und so weiter, verdient natürlich auch noch etwas. Bene, allora, il tartufo, cioè, se volete essere fregato 100%, sì, dovete andare ad Alba, comprare per 30 euro il flaccolino di olio di tartufo che viene dalla Firmenich, un'essenza del lattico, un prodotto, 10 litri di olio normalmente nell'industria costa 8 euro, allora qui paghi 30 euro,
qualche piccolo pezzettini dentro di tartufo, una fregatura 3000% di margine, una cosa incredibile, e puzza, e ti lascio la levre quasi quella, è tutto artificiale. Allora il brie di tartufo artificiale, salame, c'è salame artificiale, il, l'odore di tartufo non si può. Franco! Franco ist ein Trüffelgrossist. Genau, das ist jetzt ein Franco, der so 30, 40 Trüffel suchen, alle ihre Trüffel anbringt. Abbi pazienza, non potevo fare diversamente. E poi l'unica cosa è che metti i briciole nel burro, li schiacci dentro per 3-4 mesi. E poi burro di tartufo che va benissimo per mettere sotto il tagliolino senza olio, niente, olio è una schifezza tremendissima. Also der Christoph hat gesagt, wo man sich am meisten lässt über den Tisch ziehen, ist mit dem Trüffelöl. Und alle die Trüffelspeisen, die Trüffelöl drin haben, Brie zum Beispiel oder Salami, gibt es zum Beispiel auch Trüffelsalami, weil das ist eigentlich Essenz, ist immer synthetisch. Von Givaudan, Firma ich, wo die Lizenz hat für das Trüffelöl, und man merkt auch, dass es synthetisch ist. Also ich finde immer, wenn man Trüffelöl irgendwie in einem Tagliolini drin hat, oben vielleicht noch 2-3 Trüffel, aber unten dann das Öl, oder? Dann hat man das den ganzen Tag auch im Mund. Also das, den Geschmack, den bringst du dann kaum raus, und das ist eigentlich auch immer ein Zeichen, dass es synthetisch war. Allora, attenzione, se andate a mangiare il tagliolino, prego, da prendere la forchetta, alzare il tagliolino, c'è un bagno di olio. Grazie, ho deciso di non mangiare, saluti. Tanti saluti. Perché loro volevano fregare, quelli che mettono l'olio su un piatto di tagliolino con tartufo che hanno l'olio sotto, una fregatura. Perché ci vuole 4-5 grammi di tartufo sul tagliolino, ma magari un po' di burro, va bene, basta. Das Einzige, was man machen kann, ist wirklich Butter. Wir haben jetzt alles ausprobiert, und wir nehmen da mal so die ganz kleinen Trüffel. Die nehmen wir und tun sie einmal ein bisschen klein hacken und in Butter rein. Und dort kann man eigentlich den Butter lange, etwa ein Jahr, kann man den einfrieren. Und wenn man Tagliolini macht, kann man den rausnehmen und unter die Nudeln mischen und ein bisschen Trüffel drauf. Und dann ist das sehr etwas Feines. Also. Problematica che di quest'anno non ci sono. Vediamo un po' adesso. Allora Franco, quanti tu tantissimi chili che girano attraverso il tuo tavolo oggi tanti, 650 grammi, che è rarissimo. Mamma, è difficile averli in casa proprio. Ma in relazione con altri anni, come la situazione quest'anno? Ah, 35% dell'anno scorso. E per dritto? Das letzte Jahr ist schon sehr reduziert. Also er hat l'anno scorso è già ridotto. C'è 65% in meno dell'anno scorso al momento. Also, il prezzo dov'è adesso, Marco? Sergio. Non li ho ancora trovati. No. Il tartufo quando prende? 2,50? Oggi vale 2,50, 3,20, 3,30. Ecco. Poi se un pezzo è bello, può salire. Also heute hat er 650 Gramm, ist bei mir über den Tisch gegangen. Das ist eigentlich 35% im Vergleich zu dem letzten Jahr. Und das Gramm zahlt jetzt 2,50 Euro. 2,50 bis 3 oder so? Ja, aber das kommt wieder auf die Größe drauf. Also im Trüffelsucher? Ja, das im Trüffelsucher, ja. Basis, ja, Trüffelsucher. A quanto tu lo vendi? Poi 3,50? Adesso vado a 400, non ci stai a meno. Also hast du für 4 Euro, 4 Euro? 400 su questa piazza. Do, a Parigi? Parigi non ci sono ancora andato, ma è più alto. Der Franco geht dann nach Parigi, genau. Con la valigetta. Ja, er hat dort seine Stammkunden, so Londra. Diverse Kunden. Parigi, Londra, Hong Kong, Dubai, qualcosa. Ja. Ma il prezzo oggi di quotazione di Alba è 5,50. Attenzione, 5,50 e il 40% è nostro. Il 40% in Alba zahlst du 50 Gramm und 40% kommt von der Region. Parliamo di vendita là, non da questo del tortufaglio. E dove viene l'altra 60%? Istria, Bulgaria, Romania. Ma dicono anche
quando al, al mercato si, al momento si dicono no, al momento, che... al momento no, no, non lo sta dicendo, perché c'è la classificazione, non è ho capito, però Alba è fiera mondiale, c'è la classificazione, sì. E allora ti dicono vai, se avete occasione di andare lo vedete, no? È venduto ad Alba. Esatto, è venduto ad Alba, tu puoi farlo vedere dal tavolo di esposizione, sai che c'è una specie di giudice, sì. C'è una giuria. Sì, sì. Questo ha difficoltà a dire no, non è piemontese, capisci? Sì. Perché è, sì. E allora niente, allora si rimandano alla serietà di chi lo vende. C'è chi vende il nostro, logicamente, e c'è chi invece non è corretto e vende di tutto. Quindi lì non ti rilascia la dichiarazione. Bene, che cosa abbiamo fatto adesso? Allora, loro hanno messo un tartufo in terra, il cane non so dov'è, lui deve cercarlo, non sappiamo se troviamo ancora un secondo, terzo tartufo, di più, non lo so. Uno abbiamo dovuto mettere perché se il cane va a cercare è una disperazione completa, niente trovato, siamo a ottobre, ma io vado a casa. Sono uno psicologo dopo. Ecco, e anche per voi vedere il processo come funziona. Non sappiamo, Ecco. Ci sono, ma sono anche più piccoli quest'anno. Sono più piccoli e sono più asciutti, perché il terreno è... non ha piovuto. Der Sergio ha un trüffel vergraben. Dass wir Freude haben und auch, dass der Hund ein Freude hat. Und jetzt gehen wir eigentlich hier in das Waldstück rein. Der Sergio lässt den Hund los. Und jetzt gehen wir schauen, wie der Hund den Trüffel findet. Und vielleicht findet er auch noch einen zweiten und einen dritten, hoffen wir es mal. Und wir folgen ihm. Wir gehen jetzt nicht voraus, wir bleiben ein bisschen im Hintergrund, dass der Hund sich nicht gestört fühlt. Und einfach ein bisschen im Hintergrund warten, schauen, wie der Hund da mit seiner Nase am Boden alles durchstöbert. Und dann, wenn der Hund den Trüffel gefunden hat, das sieht man sofort, dann fängt er an graben. Und dann können wir dann auch nachziehen und schauen, wie der Sergio dann mit dem Trüffel umgeht und schauen, ob es überhaupt Trüffel hat. Ich habe eine Frage, wie lange kann man den Trüffel aufbewahren? Weißt du was, dürfen wir da nachher, wir gehen nachher zum Apero. Und wir haben ja noch ein paar Sachen, die wir gerne würden sagen, wie kochen mit dem Trüffel, ja, genau. Wie auf die Seite tun. Und auch, darf ich noch antworten darauf, dass der Hund erst mal losdonnern kann?